Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen. Freitagmittag, die Viertelstunde in St. Aposteln. Impuls und Musik zur Mittagszeit. Also ist immer die Möglichkeit, während der Marktzeit hier mal kurz reinzukommen und was mitzunehmen. Wir beschäftigen uns in dieser Reihe jetzt mit dem Thema Kölsche Köpp, berühmte Kölner Persönlichkeiten. Heute ist dran Josef Haubrich, Kunstmäzen, Hüter der Künste. Herzlich willkommen. Noch einmal willkommen hier in Aposteln heute Mittag, die Viertelstunde. Es geht um einen kölschen Kopp, Josef Haubrich. Um den kommt man hier am Neumarkt und an St. Aposteln nicht drumherum, wenn wir uns die Persönlichkeiten anschauen aus den vergangenen 1000 Jahren, die hier im Schatten der Kirche gelebt, gewirkt, gearbeitet haben. Die Dombaulotterie. Man glaubt es kaum, steht am Anfang einer der bedeutendsten Sammlungen
moderne Kunst im letzten Jahrhundert. Das hört sich vielleicht erstaunlich an, entspricht aber total den Tatsachen. Denn Nikolaus Wilhelm Haubrich war ehrenamtlicher Rendant des Zentraldombauvereins. Und er suchte Prämien für die Dombaulotterie. Und dabei besuchte er viele Künstler und suchte nach Kunstwerken, unternahm dafür viele Auslandsreisen. Und sein Sohn Josef, der musste mit. Und so wurde in dem kleinen Jungen schon früh das Interesse für die Kunst geweckt. 1889 war Josef Haubrich am Mühlenbach in eine gut bürgerlich-katholische Familie hineingeboren worden. Sein Abitur machte er 1907 am Gymnasium in der Kreuzgasse und er studierte dann Jura und wurde ja ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsanwalt. Er hatte genügend Penunzen, um sich eine Villa in Marienburg leisten zu können, in der dann seine stetig wachsende Kunstsammlung einen repräsentativen Platz fand. Auf den Reisen mit seinem Vater hatte er zunächst die alten Meister, vor allen Dingen das 19. Jahrhundert, kennengelernt. Aber bald erwachte in ihm das Interesse an der zeitgenössischen Kunst. Das große Erweckungserlebnis war die berühmte Sonderbundausstellung im September 1912 am Aachener Tor. Diese Ausstellung war der Wendepunkt in der Wahrnehmung moderner Kunst. 108 Van Goghs, 24 Cézannes, 21 Gauguins, 32 Munchs, dazu Werke von Picasso, Matisse, Marc, Klee und so weiter waren zu sehen. Josef Haubrich hat das selbst einmal so kommentiert: Ich hatte damals die alte Kunst auch im Auslande durchaus studiert. Ich liebte die großen alten Meister und trat gut vorbereitet in die Sonderbundausstellung. Aber ihre Wirkung war schockartig. Hier liegen auch die Wurzeln meiner Kunstsammlung. Dieser Schock, der war allgemein. Die Kölner Stadtväter hatten Angst vor dieser Ausstellung. Man hatte Angst vor dem Zorn des Kaisers, denn Wilhelm II. Dekretierte damals natürlich, was Kunst sei und was Kunst nicht sei. Und die Moderne lehnte Wilhelm II. Nun wirklich kategorisch ab. Aber Josef Haubrich hatte Feuer gefangen. Und als dann die zweite berühmte Kölner Ausstellung 1914 vom Werkbund stattfand, bestätigte ihn das kolossal in seinem Engagement. Er begann in den nächsten Jahren mit vielen, vielen Kontakten. Er knüpfte Beziehungen zu Künstlern, zu Galerien. Und in der Zeit der Inflation, als dann für sehr wenig Geld heute sehr berühmte Kunstwerke erworben werden konnten, da war er ganz vorne dabei. Seine Liebe galt besonders den Expressionisten. Mit vielen war er sogar befreundet, besonders eng mit Otto Dix, der ja auch sein Porträt malte. In seinem Haus in Marienburg präsentierte er dann seine Sammlung in verschiedenfarbigen Räumen. Und überhaupt war er ein sehr geselliger Typ. Er liebte es, viele Gäste um sich zu scharen und sie einzuladen. Zusammen mit seinen Ehefrauen, er war nebenbei 5-mal verheiratet. Und auch in den Kölner Cafés war er durchaus bekannt. Ein Zeitgenosse beschrieb ihn einmal so: Seine füllige, sanguinische Erscheinung ist Mittelpunkt, wenn neueste kölsche Witze erzählt und Wertmaßstäbe neuester Werke ausgeteilt werden. Nun, dann kam die Nazizeit, da wendete sich das Blatt radikal. Moderne Kunst galt als entartet. Josef Haubrich versuchte immer wieder, Gemälde vor dem Zugriff der Machthaber zu schützen. Aber das war schwer. Er hatte es schwer in dieser Zeit.
auch im privaten Leben. Seine damalige Ehefrau, Dr. Alice Gottschalk, die jüdische Ärztin war, bekam Berufsverbot und nahm sich 1944 dann auch verzweifelt das Leben. Dafür, nach dem Krieg, galt er als Unbelasteter und nahm schnell wieder einen bedeutenden Platz in der Stadtgesellschaft ein. Von 1947 bis 1961 saß er 14 Jahre als Abgeordneter im Stadtrat für die SPD. Und auch als Vorsitzender des Kunstvereins hier nebenan wirkte er sehr einflussreich. 1946 schon entschied er sich, seine Sammlung der Stadt Köln zu übermachen. Das war ein bedeutendes Zeichen, nicht nur für seinen spendablen Gestus, sondern auch, dass die neue Republik eben nicht mehr an der Idee der entarteten Kunst festhielt, sondern im Gegenteil sich der Moderne aufschloss und Teil der europäischen Kultur werden wollte. Das war revolutionär 1946. So deutete es auch der damalige Stadtverordnete Professor Hans-Karl Nipperdey. Zitat: Wer diese Sammlung gesehen hat, der weiß, dass es sich um ein ganz besonders großzügiges Werk eines bedeutenden Sammlers handelt. Man kann wohl sagen, dass hier nicht nur etwa der Grundstock eines Museums gelegt wird, sondern geradezu ein Museum der modernen Kunst geschaffen worden ist. Die Sammlung umfasste schließlich annähernd 600 Werke. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Plastiken, darunter Meisterwerke von Beckmann, Chagall, Ensor, Marc, Macke, Nolde und so weiter. Und sie kamen dann 1957 in den Neubau des Wallraf-Richarts-Museums am Wallrafplatz, der im Übrigen auch auf Initiative von Haubrich errichtet wurde, vom Architekten Rudolf Schwarz. Sich selber ließ Haubrich ein neues Haus in Müngersdorf bauen von Wilhelm Repan, der auch hier unseren Komplex rund um die Kirche erbaut hat. Und das Haus steht bis zum heutigen Tag mit seinem charakteristischen Rundbau, der die Bibliothek beherbergte. Ja, 1961 dann bei einem Aufenthalt in Bad Münstereifel, wo er gerade mit seiner angetrauten letzten Frau Lucy Milovic war, der Schwester von Willi Milovic, da ereilte ihn dann ein Schlaganfall. Ja, an ihn erinnerte lange, lange Jahre die Josef-Haubrich-Kunsthalle, die aber nicht mehr existiert. Dafür gibt es den Josef-Haubrich-Hof am Neumarkt hier. Und eigentlich müsste das Wallraf-Richarts-Museum noch den Beinamen Josef-Haubrich-Sammlung tragen, um diesem Mann wirklich gerecht zu werden. Er bleibt hier rund um den Neumarkt unvergessen als leidenschaftlicher Sammler mit unermüdlichem Engagement und großer Kennerschaft, gleichzeitig als einer mit warmherziger Lebensfreude und Menschenfreundlichkeit ausgestattet. In einem Zeitungsartikel zu seinem Nachruf hieß es, und damit möchte ich enden: Ein bon vivant echter kölnischer Prägung, der seine gotische Ursula-Büste mit dem berühmten kölnischen Lächeln sogar noch überstrahlt.
Schön, dass wir mit so vielen da sind. Freue ich mich sehr. Live ist doch was anderes als im Internet. Auch am Dienstag geht die Viertelstunde weiter. Immer mit biblischen Impulsen, mit Thomas Zalf. Nächsten Freitag gibt es hier Heinrich Böll. Jetzt lade ich noch ein zu einem abschließenden. Gütiger Gott, du brauchst Jahre Apostel, geschehen hier mit in einer Geschichte vieler Menschen in diesem Ort. Wir danken dir für die Zeit, die du uns schenkst, auch für diese Viertelstunde, in der Gemeinschaft mit dir und untereinander. Wir bitten dich, lange bei uns und ewig uns. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unsere Schuldigen und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ewigkeit. Und der Segen Gottes begleitet uns, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.